lehnt euch zurück und gönnt euch, ihr hässlichen, hässlichen Menschen. Hefty Crush ist wieder hier, willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Haare sind grauenhaft, darum habe ich sie einfach... Heute geht es um etwas, wo ich schon vor ein paar Tagen drüber sprechen wollte. Ich erzähle euch, wie ich drauf gekommen bin. Auf Reddit habe ich im Warzone-Feed ein... Wisst ihr, Feed? Deshalb... Habe ich im Warzone-Feed lustige Clips gesehen, darunter auch diesen Clip hier, wo jemand ganz normal über die Map läuft und auf einmal so ein Auto hört und es hupt so richtig glücklich und wird einfach eliminiert. Die sind so glücklich, so ein glückliches Auto, so hey, hey. Da habe ich einen Clip gesehen, wo jemand eine Ausrüstungslieferung gerufen hat und die ist einfach so stecken geblieben in der Lampe mit dem lustigsten Geräusch der Welt. Und dann hat er versucht, sie runterzuschießen, was ja geht, weil es ja ein echtes Objekt ist mit der neuen Engine, aber das ging ein bisschen schief. Das ist so dumm. Und dann kam ein Clip von einem Streamer. Dort hat er mit seinem Helikopter in der Luft, während die noch gelandet sind, Leute gekillt mit dem Rotor. Und ich dachte mir, das will ich selbst mal versuchen. Geht das wirklich? Und dann habe ich es versucht und das hat nicht funktioniert. Als aber alle gelandet sind und ich immer noch im Heli war, habe ich dann was anderes mit dem Heli versucht. Und zwar Leute zu killen, indem er platzt auf den Leuten. Also warum mache ich alles mit den Händen? Ganz ruhig. Zack, zack und zack. Komm. Komm, komm, ja, nein, er fliegt viel zu weit. Komm. Ja, ihr braucht mich gar nicht zu verurteilen, weil ihr safe alle genau so eine Szene hattet mit der Pistole. Und ich hab's dann einfach nochmal versucht. Oh, warte, drei Leute hier, drei Leute. Und raus, komm, komm, komm. Hey! Und durch dieses Quatschmachen bin ich darauf gekommen, die Map einfach mal anders zu betrachten. Dann bin ich also in ein Dreierteam gegangen und wir haben erstmal anderen Quatsch gemacht und die Umwelt beachtet. Let's go! Der Wagen sieht heftig aus. Warte, muss auch noch gelb werden. Lol, wie geil sieht der bitte aus? Wir sind alle so bunt. Warte, ihr müsst mich noch anmalen. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Seht euch mal um im Wagen. Das sieht so geil aus. Und dann ist mir wieder der Clip mit dem hupenden Auto eingefallen und ich wollte auch mal meine eigene Version davon probieren. Guck mal oben, seht ihr irgendwo? Ah, ich sehe da oben welche. Ich würde safe spielen, ich will weit kommen. Wenn ich sage runterspringen, springt ihr, ja? Ja. Hier irgendwo müssen wir sein. Oh, Jeff. Johann schon wieder. Sie haben dich ganz schön zugerichtet, Kumpel. Der Plan läuft noch. Ja, nee, der Plan lief nicht mehr. Oh, aua, nein. Okay, ich bin raus. Okay, wir holen ihn doch nicht. Aber am selben Abend sind wir dadurch darauf gekommen, dass wir, als wir die Umwelt beachtet haben, im Bunker etwas gesehen haben. Und dafür starte ich jetzt auch Warzone. Es handelt sich nämlich um verschiedene Stellen auf der Map, wo es Bunker gibt, die verschlossen sind. Es scheint aber mehr dahinter zu stecken. Jetzt, wo mehr Leute darüber sprechen, habe ich auch angefangen zu überlegen. Und es steckt auf jeden Fall ein Easter Egg dahinter. Und wir müssen das zusammen lösen, okay? Ich hasse dieses Verbinden mit Online-Diensten. Es dauert immer... Egal, solange machen wir Kommentar des Tages. Kommentar des Tages ist von Lil Senpai D. Schlimmster Name aller Zeiten. Du hast zu viel gepusht, Digga. Du kennst dich ja mal gar nicht aus. XD. Das war unter einem MW-Video, wo ich gesagt habe, dass alle Leute in MW campen. Oder der größte Teil. Und er sagt, ich push zu viel. Ich kenne mich zu wenig aus. Also ich soll weniger pushen in einem COD, damit ich erfolgreich bin. Der Typ ist gestorben. Ja, ich bin im Heli. Ey, er gehört mir. Oh Gott, ja gut, er gehört nicht mehr. Okay, Leute, ein dieser Bunker, das ist perfekt. Den habe ich eigentlich im letzten Video schon gezeigt, ohne ihn richtig zu zeigen. Das ist nämlich der Landespot, den ich absolut versaut habe. Ich habe geschrieben, das ist der beste Landespot in MW und natürlich ist mit dem Video direkt der schlechteste Landespot. Und da landen schon ganz viele. Gut, ich bin am Arsch. Zu spät den Fallschirm gezündet. Oh, ich wusste es, da kommt jemand. Ich wusste es. Du ekliger Alter, mein Spot ist echt... Nein, das ist ein Deutscher, habt ihr es gehört? Nein. Okay, Leute, wir gehen einfach woanders hin. Dieser Bunker steht genauso wie in dem Landing-Spot, den ich euch letztens gezeigt habe, innen drin. Er ist verriegelt, man kommt nicht rein. Es gibt hier ein Pad, man kann raufdrücken. Sonst nichts. Man kann auch keinen Code eingeben, man kann auch durch Schießen irgendwie nichts machen. Man kann nur halt aktivieren oder nicht aktivieren. Und es verwehrt den Code, es kommt immer dieses Geräusch. Von diesen Bunkern gibt es ganz viele auf der Map. Mit ganz vielen meine ich eigentlich exakt 12, von 0 bis 11. Was die Entwickler bewusst reingemacht haben, es kann nicht Zufall sein. Natürlich sind diese Bunker bewusst gewollt da reingemacht worden und auch mit dem Code. Das hat etwas zu bedeuten. Und bis jetzt hat es keiner herausgefunden, Leute. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Wir haben eine gewisse Reichweite auf YouTube für den COD-Bereich, ist schon ganz anständig. Und wir können es schaffen, wenn wir alle zusammen versuchen,
versuchen, etwas herauszufinden und die Daten zusammensammeln, dann können wir es schaffen. Ich bin der Fahrer. Du bist alleine, du Hund. Wie der Schatten aussieht, wenn man C4 legt. So schlimm. Wir gehen runter und vergesst nicht, wir sind hier auf der Map. Nicht auf dem Landespot, den ich euch gezeigt habe. Und hier ist der nächste Bunker, Nummer 8. Wenn wir hier raufdrücken, nichts. Aber es hat was zu bedeuten, Leute. 100%ig. Ich werde euch jetzt eine Website zeigen, die ich in der Beschreibung verlinken werde, wenn ich es nicht vergesse. Falls ja, kann sie bitte jemand in den Kommentaren posten. Ich könnte es. Das war Map Genie und das über COD Warzone. Moment, meine PlayStation geht absolut ab. Hört ihr das? Wir sind in 2020. Hört hin. Konsolen sind lauter als in 1990. Und ihr seht hier eine Map, wo ihr absolut gar nichts seht. Und dann seht ihr zum Beispiel, wo der beste Loot liegt und wo es wahrscheinlich ist. Zum Beispiel in der Gegend findet ihr sehr, sehr wahrscheinlich Tier 5 Loot. Und wir lassen nur Bunker an und sehen dann die ganzen Bunker. Es fängt hier an mit Bunker 0, dann geht's hoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier oben ist Bunker 11, der letzte Bunker. Der hat aber eine Besonderheit, die zeige ich euch gleich. Was aber noch wichtig ist, ist das hier, Computer und Phone. Es gibt nämlich noch über die Map verteilt Telefone und Computer, mit denen man interagieren kann, die aber auch nichts machen. Das hat aber definitiv was zu bedeuten. Das hier ist Bunker 11. Hier kann man keinen Code eingeben. Also ich kann nichts drücken. Was aber komisch ist, und das ist der einzige Bunker, der das hat, hier steht ein Stromgenerator. Dann kommt hier halt der Strom raus und der wird mit Kabeln weggeführt. Die laufen hier kurz in den Boden rein, kommen dann hier irgendwo wieder raus und verschwinden dann im Boden und laufen durch. Könnte das eine gekappte Leitung sein zu den anderen Bunkern? Es hat auf jeden Fall was zu bedeuten. Hier ist auch noch eine Lampe daneben. Also hier war mal Elektrizität, die ist aber nicht mehr da. Darum funktioniert das auch nicht. Und ich denke, das hier ist gerade ein besonderer Bunker, weil das der letzte, nicht nur der letzte von den Zahlen her ist, sondern eben, weil hier der Strom fehlt. Andere wiederum sagen, und das ist ganz, 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 ganz heikel, das soll angeblich irgendwas mit dem Zombie-Modus zu tun haben. Was komisch ist, denn der Zombie-Modus gehört ja eigentlich Treyer. Und sonst hatte noch Sledgehammer Games einen Zombie-Modus in Advanced Warfare, da mit den Exo-Zombies, glaube ich, hieß das. Die haben den nicht, aber könnte das vielleicht eine Kollaboration sein zwischen Treyarch und Infinity Ward? Die Studios sind ja seit der neuen Regelung von Activision näher beieinander gerückt. Einige haben dann geschrieben auf Reddit, es kommt irgendwie ein Zombie-Start-Sound, wenn irgendwie die neue Runde oder das neue Gas losgeht. Dafür werde ich in die Option gehen und mal die Audio aktivieren, weil ich die Musik auf absolut leise höre. Also angeblich, wenn halt dieser Ring losgehen soll, wenn immer das Gas neu losgeht, dann soll irgendeine Zombie-Start-Melodie kommen. Nicht dieses und auch nicht dieses. Nein, das auch nicht, sondern eine Melodie, weil jede andere Map im Zombie-Modus, vor allem in jedem anderen Spiel, hat ja eine andere Melodie. Die hier soll angeblich daran erinnern, dass eine neue Zombie-Runde losgeht. Ich habe es selbst noch nie gehört. Ich bin mir da nicht sicher, aber viele haben das geliked. Viele haben zugestimmt und meinten, ja, jetzt ist es soweit. Oh mein Gott, was? Es ist doch die Melodie. Das ist die Treyarch-Zombie-Melodie. Ich habe absolut Gänsehaut bekommen gerade. Nein, aber das ist vielleicht nur vor Bunker 11 so. Einige meinten, dass bei denen nicht sowas kam. Vielleicht hängt es davon ab, wo man auf der Map steht. Aber könnte es bedeuten, dass Zombies hier austreten und auf die Map gehen? Das wäre so krank. Oh mein Gott, was? Ich kenne ja einen Easter Egg. Den habe ich ja auch gesehen auf der Map. Der ist ja eingetragen auf der Map, die ich euch verlinkt habe. Okay, ich zeige euch den Easter Egg. Ich muss da hinkommen. Auf jeden Fall genau hierhin will ich. Ich glaube, ich laufe da jetzt nicht hin. Ich fahre mal hin, mal sehen, ob ich auf dem Weg sterbe. Aus dem Weg! Nein, 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 nein. Ich werde angeschossen. Komm, 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 komm. Ey! Ey, wir haben ihn mitgenommen. Wir überleben. Ich muss einfach Auto fahren, dann bin ich besser in dem Modus. Yay! Das ist so eine Jagd gerade. So eine Schatzsuche. Ich fühle mich so gut. Leute, ihr müsst mir helfen. Wir müssen alle zusammenhalten. Wir müssen die sein, die es rausfinden. Weltweit wird danach gerade gesucht. Tweetet mir unter meinen Tweets auf Twitter. Warum habe ich das so kompliziert gesagt? Auf Twitter die Antworten unter einem Tweet, die lese ich auf jeden Fall. Also schreibt mir das da. Ich werde auch ab und zu dann Tweets raushauen. Habt ihr schon neue Informationen? Oh Gott, der Heli. Und darunter könnt ihr dann kommentieren. Ich bin einfach gespannt. Wir wollen das zusammen lösen, okay? Fuck. Oh nein, okay, ich bin tot. Ja, gut. Yo, man kann hier Nachrichten reinschreiben. Ich bin wirklich 24. Tut mir leid, dass ich so aufgeregt bin. Und zwar hier in Downtown. Zoomt ihr ran an dieses Gebäude, das aussieht wie ein C für Gem. Oh, da ist sogar ein E. Oh mein Gott. Markiert am besten hier so die Stelle. Hier irgendwo müsste der Eingang ungefähr sein. Das ist unsere Absprungzone. Gönnt euch direkt diesen komischen Eingang hier, der schon... Oh nein, jetzt schießt jemand durch. Ich fass es nicht. Also, wenn ihr hier reingeht, dann habt ihr einen Empfang direkt. Und bei diesem Empfang wartet kein Mensch auf euch. Nein, es wartet ein Teddy. Das ist der einzige Teddy auf dieser Map, der bis jetzt gesichtet wurde. Und das ist kein Zufall, dass er hier platziert ist. Das erinnert natürlich
natürlich sofort an den Zombie-Modus. Das ist der Teddy, der aus der Kiste rauskommt, wenn man quasi nichts gezogen hat und die Kiste den Platz wechselt. Das ist er. Das hat hundertprozentig etwas zu bedeuten. Warum sollte ein Teddy, der immer auf Zombie-Modus in COD hinweist, gerade in einem COD sein? Man könnte vielleicht sagen, wenn nur der Teddy hier wäre und sonst kein anderer Hinweis, dann ist es vielleicht nur eine Spielerei von Infinity Ward oder so. Das hat nichts zu bedeuten. Aber wir haben original die Zombie-Musik gehört. Das ist kein Zufall. Das in Verbindung mit Zombie. Irgendwas mit Zombies wird es geben und ich habe das Gefühl, dass es mit den Bunkern zu tun hat. Wenn wir schon in der Stadt sind, dann können wir auch dieses Haus hier markieren. Ich zeige euch nämlich etwas. Wir sehen hier auch einen Computer. Bei den anderen kann man nichts machen. Aber dieser Computer kann etwas. Und zwar ein falsches Passwort eingeben. Man kann wieder nur Viereck drücken. Man kann kein Passwort eingeben. Das heißt, man muss irgendwie da rankommen, diesen PC zu aktivieren. Und das ist nicht der einzige PC. Wenn wir schon hier sind, dann... Oh Gott, das ist so ein verdammt langer Weg. Hier ist ein Büro. Okay. Telefon. Nichts passiert. PC. Telefon. Nichts passiert. Raketenwerfer. Man schießt in ein Loch. Sehr laut, aber nichts passiert. Ich zeige euch aber ganz schnell, die ganzen Telefone hier funktionieren nicht, aber dieses hier schon. Und dann passiert das. Gruselig. Auf jeden Fall kann man bei dem Telefon nichts drücken und das ist wirklich ein gruseliges Geräusch. Das erinnert mich irgendwie an einen Horrorfilm, ich weiß nicht. Geht auf die Map, guckt jedes Telefon, jeden PC an, guckt alles an, was auf dieser Map bezüglich der Bunker verlinkt ist. Und verdammt nochmal, findet jedes noch so kleine Detail. Ich glaube, irgendwo im Detail liegt der Teufel. So, wir landen hier, da ist jemand hinter mir, ich zeig's euch schnell. Hier kann man nichts machen, bei Nummer 7, nur bei Nummer 9. Kann man das Passwort eingeben. Nur Nummer 9, sonst nirgendwo an diesem PC. Das ist zum Beispiel so ein Detail. Warum genau die Nummer 9? Das hat auch irgendwas zu bedeuten. Ich bin so tot, der Spot ist so... Oh, da ist er. Der Spot ist so kaputt, ne? Hat denn... Ja, der... Oh mein Gott, er hat die beste Waffe der Welt. Aber immer noch der beste Spot. Hier ist immer irgendwas Gutes, Leute. Ist es eine M4? Ich habe die zwei besten Waffen im... Schaut euch die Map an, schreibt alles in die Kommentare, analysiert dieses Spiel. Ich will, dass hier mindestens 200.000 Menschen ihr Leben aus MW raus analysieren. Und wir werden das gemeinsam lösen, ich bin mir sicher. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.